unbedingt. Ich hab... Was ist denn hier los? Unfall oder was? Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen veganen Produkttest. Heute haben wir wieder eine XXL-Ausgabe über 10 Produkte heute, die ich gerne testen möchte mit euch. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich habe das Ganze noch nie probiert, bis auf, glaube ich, eine Geschichte. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher bei den ganzen veganen Produkttests, die wir hier schon gemacht haben. Ich würde sagen, wir starten mit den herzhaften Sachen und enden dann mit den süßen Sachen des Lebens und legen los. So, die ersten beiden Sachen, die gibt es schon ein bisschen länger, habe sie aber beide. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich beide nicht probiert habe. Doch, ich glaube, ich habe eins davon schon probiert und zwar sind das die veganen Salami-Snacks von Billy Green. Aber was ich noch nicht probiert habe, was ich damals auch nicht gefunden habe, ist die Geschichte Chili und da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben heute sehr wechselhaftes Wetter, also falls es zwischendurch mal dunkler wird oder super hell, hoffe ich, ihr nehmt es mir nicht übel. Sie riechen so nach Salami. Das finde ich ganz nice. Was ich bei Billy Green an sich auch feiere, sind natürlich oft die Nährwerte. Gut, hier ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben hier 20 Gramm Fett drin zu 36 Gramm Eiweiß. Das ist schon eine Hausnummer, aber 20 Gramm Fett ist gar nicht mal so wenig. Und ich glaube, beim letzten Mal waren die ein bisschen schwach auf der Brust. Vielleicht haben sie ein bisschen was an der Rezeptur noch gemacht, nachdem ich, glaube ich, die Classic-Variante schon probiert habe. Mal schauen. Ich glaube, die haben das Ganze noch ein bisschen besser gewürzt. Ist ein bisschen geschmacksvoller als letztes Mal, glaube ich. Das gefällt mir dieses Mal ein bisschen besser. Gucken wir uns die Sache mal mit Chili an. Riecht auf jeden Fall ein bisschen nach Chili. Nicht unbedingt. Ja. Was ist denn hier los? Unfall oder was? Schärfe kommt auch langsam raus, aber es bitzelt. Ist nicht super scharf. Ja, die hat ein bisschen mehr Schärfe, aber ein bisschen weniger Eigengeschmack an sich. Wenn man das Ganze jetzt hier nochmal in so eine Snack-Salami umwandelt mit dem Geschmack von der veganen Baguette-Salami von Billy Green. Ich glaube, also Billy Green, falls ihr das seht, wenn ihr so eine Variante nochmal machen solltet, dann bin ich, glaube ich, ganz vorne mit dabei. 3,5 Sojabohnen. Und zwar ist das auch so ein Salami-Stick, aber es ist tatsächlich nur ein Salami-Stick. Und das finde ich schon, ich weiß nicht, ob die Produktion zu aufwendig ist oder ob die nicht genug Geld haben, um mehrere zu produzieren. Aber das Ganze ist von Veggie Friends. Genau, auf 100 Gramm haben wir hier 12 Gramm Fett nur, also fast nur halb so viel. Wir haben ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Und 33 Gramm Eiweiß. Also das ist schon stabil. So, mal gucken, wie das Ganze riecht. Riecht auf jeden Fall geräuchert. Riecht gar nicht so unlecker. Ist ein bisschen weniger salzig, aber ein bisschen besser geräuchert. Ein bisschen weicher. Wie gesagt, ein bisschen feiner. So ein bisschen wie so Schinkenwürstchen. Aber schmeckt auch. Dadurch, dass es auch wesentlich weniger Fett hat, würde ich auch sagen 3,5 Sojabohnen. Ich glaube, die ist auch schon ein bisschen länger unterwegs und noch nie gefunden. Aber ich habe sie schon mal angeteasert in den Weekly Vegans. Der Pulled Pork, diese Pizza-Snacks, die auch so ähnlich aussehen. Oh, ich bin sehr gespannt. Gut, 7,2 Gramm Fett, 16 Gramm Zucker drin. Das ist nicht wenig. 10 Gramm Eiweiß, gebackene Teigtasche, gefüllt mit einem veganen Erzeugnis nach Art eines gezupften Bratens Typ Schwein auf Basis von Weizen in einer Barbecue-Soße. Bestes Erlebnis für die Kamera jetzt. Mal auf. Yes. Das Brot ist tatsächlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Wirklich dieser klassische, so leicht trockene Teig. Da kommen auf jeden Fall Erinnerungen wieder hoch. Das Barbecue schmeckt gut, ist gut gewürzt, aber ein bisschen salzig und würzig, rauchig. Und nachher, wenn sich das Ganze zersetzt, dann hat man eine sehr starke Zuckernote, also sehr süße Note dabei. Vielleicht ist das so gewollt. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. An alle Rügenwalder Mühle Mitarbeiter, ihr macht ja mittlerweile auch schon sehr stabile Salami. Meint ihr nicht, dass ihr das auch so ähnlich hinbekommt wie das Original in Anführungsstrichen? Dass ihr daraus vegane Pizza-Teigtaschen macht? Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Ist es gut, aber kein Highlight, sagen wir mal so. 3 Sojabohnen. So, kommen wir jetzt zum letzten veganen, deftigen Produkt. Und zwar ist das hier der neue vegane Brotaufstrich von Pop, nämlich der Ei-Freisalat. Ich habe mich ja letztes Mal bei der Weekly Vegan schon gefragt, warum gibt es davon wieder einen oder noch einen. Aber das hier, wie ich schon erahnt habe, ist der Aufstrich von dem Salat, den ich mal getestet habe. Erst vor 1 oder 2 Wochen in den Weekly Vegans gehabt. Oh, Alter. Ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht der beste Ersatz aufgrund der ganzen Zusatzstoffe und so.
27 Gramm Fett, 1 Gramm Eiweiß. Das schreit auf jeden Fall nach Hilfe. So, wollen wir nicht geizen heute, nicht? Pop ist ja auch wirklich Marktführer in dem Bereich, gerade was vegane Alternativen betrifft. Es sieht wirklich 1:1 aus wie Eiersalat. Es ist unglaublich, immer wieder, wie die das hinkriegen und wie das Ganze versuchen und allem drum und dran. Bon Appetit. Sehr gut gesalzen, vielleicht ein bisschen zu viel. Das vegane Ei, der Eiersatz schmeckt ähnlich wie Eiersatz, ist fest. Ziemlich krasses Erlebnis, muss ich sagen. Bin mir nicht sicher, ob das jemand wirklich schmecken würde, dass das kein Ei ist. Abgesehen jetzt von den Nährwerten, muss ich leider sagen, es ist leider ziemlich gut. Meiner Meinung nach bewertungsmäßig 4,5 Sojabohnen. Das kann man auf jeden Fall vertreten hier. Nicht schlecht. Kommen wir jetzt zu den süßen Dingen im Leben. Ich habe sie noch nicht probiert und ich wollte sie sehr gerne für euch testen, damit ich meine Empfehlung aussprechen kann oder nicht. Und zwar von Küchenmeister vegane Küchlein in Schoki und Marmor-Style. Die gab es auch noch als Zitronenkuchen. Hätte ich die auch noch gekauft, dann wäre es, glaube ich, zu doll geworden. Ich nehme die jetzt einfach mal stellvertretend, weil die Basis ist ja, glaube ich, dieselbe. Deswegen kann mich nur auf eine Meinung verlassen und zwar ist das... Moa. Dadurch, dass es jetzt sehr süße Sachen sind, gucken wir nicht mehr allzu doll auf die Nährwerte. Let's go. Let's go. Okay, das sieht echt lecker aus, muss ich sagen. Riecht auch super lecker. Wohl bekommt's. Moa. Wow. Also sehr süß, aber schön schokoladig. Saftig, überhaupt 0,0 trocken. Struktur innen drin ist da. Und schwuppdiwupps ist es schon weg. Die Kombi aus der Schokolade, die schmilzt, verbindet sich mit dem Marmorkuchen. Es fühlt sich nicht schwer im Mund an, das ist ganz gut. Ich stelle mir immer die Frage, kann sowas noch getoppt werden in so einem veganen Schoko-Marmorkuchen? Weiß ich nicht. Bin der Meinung, ganz, ganz schwer. Ich würde mir da gerne noch minimal Luft nach oben lassen. Deswegen würde ich sagen, 4,5 Sojabohnen ist absolut gerechtfertigt. Noch was gefunden bei Edeka. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, aber ihr kennt bestimmt die Firma Lamberts, ein Keksgigant, soweit ich das jetzt weiß. Die sind auf Reise gegangen und haben sich was einfallen lassen, habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Und zwar von Lamberts die IQ bzw. iCookies. Die sind mit Mehl aus Kichererbsen und Linsen mit Zartbitterschokolade überzogen. Ich muss sagen, das hört sich sehr vielversprechend an. Und so sehen die kleinen Kollegen aus hier. Schmilzt auch schon, deswegen schnell ab in den Mund hier. Ist mal was anderes. Hat eine sehr schöne Konsistenz. Ganz minimal Mürbeteig, aber auch sehr viel Keks dabei. Ist es nicht zu süß. Das finde ich sehr gut. Obwohl hier 29 Gramm Zucker drin sind. Oh mein Gottes Willen. Von mir gibt es 3,5 bis 4 Sojabohnen. Auf diesen Moment habe ich jetzt gewartet. Wir haben dieses vegane Produkt angesprochen in Weekly Vegans erst vor kurzem. Darf ich vorstellen... Die Limited Edition Lemon Cheesecake von Alpro. Ich habe sie endlich gefunden auf Basis von Soja, 400 Gramm Inhalt. Das hat mich sehr gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es irgendwann nochmal finde. Bin sehr gespannt, mit Calcium angereichert. Oh. Also wenn der genauso schmeckt, wie er riecht, die Konsistenz gewöhnungsbedürftig. Ein bisschen durchrühren hier den Lecks. Er riecht ein bisschen intensiver, als er schmeckt, aber er schmeckt sehr leicht, sehr natürlich. Ich weiß nicht genau, ob ich den Cheesecake da jetzt rausschmecken würde. Vielleicht minimal, kann aber auch sein, weil ich eben ein paar süße Sachen gegessen habe, dass das gerade so ein bisschen untergeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht für jeden was ist. Kein komischer Nachgeschmack, bleibt noch lange auf der Zunge. Das finde ich ganz gut. Ich würde sagen, stabile 3 bis 3,5 Sojabohnen. Die nächsten süßen veganen Produkte sind auch bei uns in den Weekly Vegans gelandet. Ist zwar schon ein bisschen her, aber ich habe sie auch vorher noch nicht gefunden. Deswegen jetzt exklusiv bei mir hier von Andros das Dessert Himbeer Cheesecake und das vegane Tiramisu. Guck mal, hier haben sie sogar nur 5,9 Gramm Fett, Eiweiß 1,5, 90 Gramm Inhalt. Oh, es riecht wie Tiramisu. Das haben sie nicht schlecht gemacht. Erstes Erlebnis, auf jeden Fall ein Check. Oh. Jawohl, schön luftig. Man schmeckt den Kaffee raus, das Ganze ist schön cremig. Der Boden zergeht auf der Zunge, ist aber trotzdem noch fest, also nicht so super matschig. Wenn man nicht unbedingt weiß, dass das vegan ist, muss ich sagen, haben die das
sehr gut, wenn nicht sogar perfekt umgesetzt. Vielleicht ist da ein bisschen Luft nach oben, ganz minimal. Kein komischer Beigeschmack, man kann nicht erahnen, dass das Ganze pflanzlich ist. Von den Nährwerten habe ich es mir auch schon mal vorgestellt. 4,5 Sojabohnen auf jeden Fall verdient. Wir machen jetzt weiter mit dem Himbeer-Cheesecake-Dessert von Andros. Hier ist das Ganze ein bisschen anders aufgeteilt. Das riecht lecker. Ich glaube, das ist ein Himbeer-Topping. Dann eine Himbeercreme drunter und noch was Weißes, das ist wahrscheinlich der Cheesecake. Sehr cremig. Der Boden sieht crumbelig aus, ist er aber gar nicht. Ist, glaube ich, ein leckeres Dessert für alle, die es gerne ein bisschen fruchtiger mögen. 3,5 bis 4 Sojabohnen auf jeden Fall verdient. Sehr gut. So, liebe Leute, last but not least habe ich jetzt hier etwas, was, glaube ich, das neueste Produkt von allen ist, von den Veganen. Hoffentlich süße, leckere Geschichte. Ich war super gehypt, als ich das Ganze vorgestellt habe. Bei den Weekly Vegans darf ich vorstellen, ich habe es jetzt endlich in der Hand, das Magnum Chill Eis. Es ist sehr schön, das Ganze nicht nur anzuteasern, sondern auch wirklich hier zu haben und zu kaufen. Sie haben hier bei der neuen Verpackung ganz oben sehr dezent vegan raufgeschrieben, V-Label hinten platziert. Ich bemerke da so einen ganz leichten Trend tatsächlich. Sobald ich da mehr weiß, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Yes! Let's go! Wow! Ihr kennt mich, das Beste kommt immer zum Schluss. Ich freue mich wie ein kleines Kind gerade. Und es qualmt sogar noch ein bisschen. Kohlenhydrate 34, 26 Gramm Zucker davon. Eiweiß 1,6. Aber ganz ehrlich, bei diesem Produkt, wen interessiert's? Die Cookie-Stückchen in der Schokolade mit verarbeitet. Richtig cool, dass sie das so gemacht haben. Das vegane Bonbon-Vanille dazwischen ergänzt mit ein bisschen Blaubeereis. Es ist nicht zu süß. Sehr solide 4 Soja. Hast du mit deinen Freunden dieses vegane Eis schon mal probiert und unterhältst du dich generell viel mit deinen Freunden über vegane Produkte? Lass es mich sehr gern unten im Kommentarbereich wissen. Und wenn du viele andere vegane Produkte hast, die ich schon mal hier gemacht habe auf dem Kanal, sehen willst, dann klickst du jetzt am besten diese Playlist an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich melde mich auf jeden Fall im nächsten Video und bis dann. Ciao.